Der 11. Spieltag führt den OFC an den Bornheimer Hang zum kleinen Main-Derby beim FSV Frankfurt. Weiterhin auf der Kickersbank sitzt Interimstrainer Steven Kessler und er fordert auch heute Leidenschaft, Aggressivität und Mut. Immerhin dürften mehr als die Hälfte der über 4.600 Zuschauer aus Offenbach kommen. Personell vertraut Kessler derselben Elf, die vor einer Woche mit 4:0 gegen Koblenz gewonnen hat. Luigi Campagna kehrt nach seiner Sperre in den Kader zurück. Lukas Albrecht und auch Andis Schaller fehlen hingegen ganz. Zu Spielbeginn zeigen die Gastgeber dann aber die größere Leidenschaft und sind zunächst das aktivere Team. Daraus entspringt auch dieser Freistoß. Straub schießt, Trabant ist aber da und kann den Ball wegfausten. Doch die Szene ist noch nicht vorüber, der FSV bleibt im Ballbesitz und so ist es am Ende Mirko Born, der Trabant ein zweites Mal testet. Doch der Kickers-Keeper hat auch diesen Ball sicher. Von den Kickers ist erstmal offensiv wenig zu sehen. Nach einem Abspielfehler in der Frankfurter Abwehr ist es im Ansatz gefährlich. Moritz Hartmann wird dann aber noch im Rahmen des Erlaubten kurz vorm Strafraum gestoppt. Wir machen aber direkt weiter mit dem nächsten Angriff des OFC. Es geht über die linke Seite und Manolo Rodas, dessen Flanke klärt Notnage um ein Haar unter die eigene Latte. Das wäre beinahe ein Frankfurter Eigentor gewesen. Der Eckball bringt dann nichts ein. Die größeren Spielanteile haben allerdings weiterhin die Gastgeber. Nach einem Doppelpass ist es Asawa, der zum Schuss kommt, Trabant hält und dann hat Chikora aufgepasst und klärt den Abpraller vor einem lauernden Frankfurter Angreifer. Ansonsten spielt sich im ersten Spielabschnitt wenig vor den Toren ab. So ist dieses Foul von Lukas Wilton an Jakob Lemmer mit der anschließenden Rudelbildung das größte Highlight der restlichen ersten Halbzeit. Schiedsrichter Tobias Endres zeigt daraufhin sowohl Übeltäter Wilton als auch den beiden Kapitänen Mike Vetter und Dominik Notnagel, die bei der Rudelbildung ordentlich mitgemischt haben, die gelbe Karte. Weiter mit dem zweiten Abschnitt. Viel läuft offensiv beim OFC aber auch weiterhin nicht zusammen. Die meisten Angriffsbemühungen enden wie hier ohne echten Torabschluss. Weiter mit einem Frankfurter Freistoß. Das macht diesmal Lukas Wilton. Der Kopfball von Notnagel geht aber ein gutes Stück am Kickers Tor vorbei. Aber auch jetzt in der Endphase des Spiels bleibt der FSV die aktivere Mannschaft. Dominik Notnagel mit dem langen Ball nach vorne, Pizzoni mit dem Kopf und dann Bornvolley. Knapp geht der Ball über das Tor. Doch die Frankfurter versuchen das Spiel noch für sich zu entscheiden und sind erneut im Angriff. Es geht über die rechte Seite, der Ball kommt herein und Alavi mit der Direktabnahme. Kevin Pizzoni kann den Ball gerade noch so blocken und ins Tor auslenken. Das war's dann auch schon. Torlos trennt sich der OFC vom FSV Frankfurt. Positiv ist zu vermerken, dass die Kickers defensiv wenig zugelassen haben und zum zweiten Mal in der Folge 2:0 gespielt haben. Offensiv ist aber zu wenig zustande gekommen. Kaum einmal musste der Frankfurter Keeper in das Spiel eingreifen und auch nur einen Ball halten. Ja, ich denke, es war ein klassisches Kampfspiel. Wir wussten, was uns erwartet. Am Anfang haben wir dann, finde ich, in der ersten Halbzeit echt gut gespielt. Hatten auch ein paar gute Aktionen hier auf das Tor. Und ja, in der zweiten Halbzeit ein Stück nachgelassen. Frankfurt hat dann auch nicht mehr so viel gemacht. Viele Mittelfelder abgespielt. Hatten dann auch keine klaren Möglichkeiten mehr. Und ja, unterm Strich geht unentschieden, denke ich, in Ordnung. Haben wir auch nicht verdient zu gewinnen heute. Nur kurz und knapp fassen. Das war die aktivere Mannschaft heute. Wir haben es nicht geschafft, die Spieler wirklich hier durchzudrücken, anzuknüpfen an die spielerische Leistung von letzter Woche. Aber ich bin mit der Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben kompakt agiert, zu Null gespielt und machen weiter kleine Schritte nach vorne. Von daher können wir mit dem Punkt heute leben.